Wir sprechen über das Thema Christenverfolgung. Das tue ich heute mit Markus Habicht vom AVC, Aktion Verfolgter Christen. Schön, dass du hier bist, Markus. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Pravina Cartelli, du bist hier bei uns im ICF München angestellt. Du bist Missionarin aus Singapur, so kann man das sagen, gell? Genau, ja. Du bist hier als Missionarin nach Deutschland gekommen und bist hier zuständig gewesen für Outreach, für Evangelisation, bist jetzt eher so im Bereich Worship und bist eine Christin, die wirklich sehr tief diese Liebe von Jesus in sich trägt. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, es ist wirklich ein sehr, sehr intensives Thema, weil in der kommenden Woche ist Ostern. Ostern feiern ist ein absolutes Privileg, was wir uns hier in der westlichen Kultur gar nicht so bewusst sind. Aber in ganz vielen Ländern weltweit ist es überhaupt nicht möglich, öffentlich Ostern zu feiern oder auch Freunden zu sagen, hey, ich glaube an die Kreuzigung, an die Wiederauferstehung von Jesus Christus. Und wir wollen einfach diesen Talk hier nutzen, um einerseits unsere Perspektive auch auf die Glaubensgeschwister zu lenken, die in der weltweiten Kirche einfach verfolgt sind und andererseits auch unseren Glauben zu stärken, durch herausfordernde Zeiten zu gehen. Lieber Markus, du hast uns ein paar Zahlen mitgebracht. Wie ist aktuell der Stand der Dinge bei der Christenverfolgung? Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Talk, hat es mich wirklich geschockt zu lesen, wir leben in der schwersten Christenverfolgung aller Zeiten. Ja, es ist schon so, dass wir heute natürlich auch durch die Medien viel, viel, viel mehr Informationen bekommen können, was weltweit passiert. Die Zahlen sind schon schockierend. Man spricht von etwa 300 Millionen Menschen, die einer massiven Verfolgung unterliegen. Das muss man sich noch mal vorstellen, Bundesrepublik Deutschland, 83 Millionen, also wie oft das da reinpasst. Es sind etwa 100.000 Menschen, die jährlich sterben, weil sie einfach am Namen Jesu Christi festhalten und sich nicht abbringen lassen von ihrem Glauben. Das sind schon heftige Zahlen. Warte, genau, das wollte ich jetzt gerade noch mal sagen. Du hast es nämlich so relativ schnell gesagt. 100.000 Menschen, die sterben aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Ja, ja. Also man sagt von der Verfolgung her, dass weltweit ungefähr jeder achte Christ verfolgt wird. In Asien sind es 2 von 5. Stichwort Asien. Vielen Dank. Das ist erstmal wirklich schockierend. Es soll aber bei diesem Talk ja auch darum gehen, wie können wir auch reagieren auf sowas. Pravina, du bist indischstämmig in Singapur aufgewachsen. Deine Familie ist komplett hinduistisch oder buddhistisch, so, ja, genau. Ja, also auf jeden Fall Hindu, keine Christen. Nee. Du bist die erste Christin. Mhm. Warum? Warum hast du diesen Schritt gemacht, Christ zu werden? Ich glaube, ich habe lebenlang immer nach einer lebendigen Beziehung zu Gott gesucht, weil ich habe ziemlich schnell durch das Chaos in meiner Familie halt ein bisschen schon gemerkt, ich brauche jemanden, der mich trägt und mithilft. Und es muss dann von oben her kommen, weil die Leute bei meiner Seite waren halt nicht genug. Und als ich, das ist meine persönliche Erfahrung, gell, als ich in den Tempel gegangen bin, mit 8 Jahre alt schon, habe ich mich dann immer wieder gefragt, wieso müssen wir das nochmal machen, wieso müssen wir Geld geben oder wieso gibt es so bestimmte Ritualen, wieso geht es dann nur so und nicht so. Und die Frage war halt immer so, wieso braucht Gott das? Also er hat ja uns geschaffen, er ist ja so allmächtig, wieso braucht er das? Und wieso, es gibt halt immer so eine Template. Also wenn du so das und das machst, dann könnte das passieren. Oder wenn du Dienstag und Freitags dann fastest, dann könnte das nochmal passieren. Also es gibt dann so viele so Formular, sage ich mal. Und dann hast du aber den lebendigen Jesus kennengelernt. Ja, und als ich den lebendigen Jesus dann kennengelernt habe, habe ich gedacht, krass, das schenkt mir so eine Freiheit, die ich nie verlassen würde. Also ich möchte diese Freiheit immer haben, weil das hat mich so eine, das war frische Luft. Das war frische Luft in einer Gefängnis, wirklich. Wow, okay. Was genau das auch bedeutet hat, dass du dann die erste Christin wurdest in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, darüber sprechen wir gleich noch, Markus. Wir unterstützen als ICF seit Jahren AVC, ich sage nochmal ganz kurz diesen Namen, Aktion Verfolgter Christen. Aktion für verfolgte Christen und Notleidende heißt es ganz genau. Das ist dann der ausführliche Name, vielen Dank. Jetzt würde ich sagen, du hast uns einen Image-Trailer mitgebracht. Ja. Blenden wir den Trailer mal kurz ein und dann sprechen wir darüber noch weiter. Ja. We'll be right back.
Markus, wie ist eure Arbeit ganz praktisch wie kann man sich das vorstellen, was ihr tut für verfolgte Christen jetzt ganz besonders? Ja, der AVC wurde ja vor über 50 Jahren gegründet. Damals ging es schon um Verfolgung. Damals war das noch Rumänien, was betroffen war. In der Zeit ist ein Hilfswerk entstanden, was auf verschiedenen Bereichen gearbeitet hat, später auch humanitär. Natürlich Jesus Christus bekannt machen, ist immer das Fundament, auf dem wir alles machen. Aber man hat halt auch, gerade unsere geistigen Väter haben es halt als ganz besonders wichtig erachtet, diesen biblischen Aufruf auch, den Verfolgten beizustehen, Notleidenden zu helfen, wirklich aktiv nachzugehen. Und so haben wir zum Beispiel mit humanitärer Hilfe auch Bibeln gebracht. Wenn dann aber wiederum durch Verfolgung Menschen in Not kamen, hat man ihnen auch beigestanden. Und das ist eigentlich so das, was wir heute als Werk machen. Ja, genau. Ihr bringt humanitäre Hilfe und Bibeln und geistlichen Beistand. Ja. Auch in solche abgeschotteten Länder wie Nordkorea zum Beispiel? Ja, wir versuchen natürlich, christliche Literatur und Bibel reinzubekommen. Wir bilden Mitarbeiter aus. Wir wollen die Strukturen, die vorhanden sind, stärken, stützen, Arbeit mit rein, durch zum Beispiel Literatur, durch Finanzen in Ländern, wo Verfolgung ist, versorgen wir auch Vertriebene, Flüchtlinge und so weiter. Also es sind ganz, ganz viele. Verfolgung hat ja so viele verschiedene Gesichter und wir versuchen eigentlich in allen Bereichen tätig zu sein. Ich glaube, eines der schlimmsten Länder, was ich gerade gesagt habe, ist Nordkorea. So der Spitzenplatz, der teilt sich das immer mit Afghanistan. In Nordkorea ist vor kurzem auch etwas passiert, was du mir im Vorgespräch erzählt hast. Magst du das kurz erzählen? Ja, bitte? Es ist jetzt gerade vor ein paar Tagen bekannt geworden, dass eben in Nordkorea die Geheimpolizei eine Untergrundkirche aufgedeckt hat. Und es waren mehrere Dutzend Christen da, die da sofort erschossen wurden. Das heißt, man hat gar nicht sie festgenommen, man hat sie gar nicht in Arbeitslager gebracht, sondern sie wurden sofort erschossen. Einfach nur, weil sie Christen waren? Ja, weil das verboten ist. Die Untergrundkirche ist strengstens verboten. Mhm. Und in der Regel werden die Brüder ja dann festgenommen, die Geschwister festgenommen, kommen in Arbeitslager und so weiter. Das ist ja ein bekanntes Thema. Aber in dem Fall ist man noch nicht mal den Weg gegangen, sondern hat sie sofort wirklich liquidiert. Das heißt, du hast auch gerade von Geschwistern gesprochen. Oft haben wir, glaube ich, in unserer westlichen Welt eher so diesen Fokus, wir leben hier halt Christsein anders und in gewissen Regionen in dieser Welt ist es herausfordernd und das ist schlimm für die, aber hat jetzt gar nicht so viel mit uns zu tun. Was sollte es denn mit uns zu tun haben? Pravina, was denkst du? Was tust du im Gebet vielleicht auch? Ich bin immer noch schockiert von dieser Nachricht, obwohl wir das zweimal schon gehört haben. Ich glaube, das ist nie selbstverständlich. Es ist nie selbstverständlich, dass es passiert. Also, weißt du, aber ich finde immer, ich glaube, grundsätzlich muss man immer die Bibel wirklich wahrnehmen, weil die Bibel in Apostelgeschichte, also seitdem gibt es ja solche Geschichten schon. Aber wir gehören zu einem großen Leib. Wir sind der Leib Christi und es ist eigentlich egal, wo du auf die Erde bist, ob du in Indien bist, in China, Singapur, Afrika, es ist ja, wir gehören zusammen. Und wir müssen wirklich glauben, dass Gebet eine Macht hat, die wir nicht sehen können, aber wir können Bergen versetzen mit unseren Gebeten. Daran glaubst du? Ja. 100%, weil umsonst kann ich auch nicht weiterleben mit solchen Umständen. Wenn ich da nicht glaube, dass ich, weißt du, im Gebet fasse ich halt Gottes Herz an und ja, oft gehen wir mit unseren Sorgen zu Gott, aber als eine Challenge kann man ja auch ab und zu Gott gehen und Gott fragen, was beschäftigt dich gerade, weil ich bin mir sicher, dass es dann Gott beschäftigt, dass seine Kinder halt einfach umgebracht werden. Und ich glaube, dann kannst du halt anfangen, okay Gott, das ist auf dein Herz, was kann ich dafür machen? Soll ich Worship machen und in Fürbitte gehen? Weil mit Gebet fängt alle Aktionen an. Ist es das, Markus, was du auch unterstreichen würdest, was du bist dann sehr nah dran an vielen verfolgten Christen, ist es das, was sie sagen, das brauchen wir? Ja, das Interessante ist ja, je mehr man Kontakt hat zu solchen Menschen, desto überraschter bin ich, dass sie eigentlich selten um humanitäre Hilfe oder sowas bitten, sondern in der Regel tatsächlich um Gebet. Weil wer mit Jesus unterwegs war,
ist, der lernt auch mit den Jahren oder mit der Zeit, dass es eine Beziehung ist. Also Gebet eine Beziehung. Das Gebet ist ja nicht nur ein Monolog, sondern es ist eine Beziehung. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann wissen wir, dass er in uns auch reinsprechen möchte, dass wir uns mit ihm austauschen dürfen. Und ich glaube, dass auch Menschen, die in Verfolgung reinkommen, aus unterschiedlichen Gründen von Gott vorbereitet werden. Und deswegen glaube ich, dass dieser Zusammenhalt auch unter Christen als Bruderschaft von Christen so wichtig ist, füreinander zu beten und füreinander da zu sein. Ich glaube, dass dann aber auch, Luther hat das so schön gesagt, arbeiten und beten, dass Gott uns dann auch aufzeigt, wo können wir was tun. Wenn ich zum Beispiel diese schlimme Situation in Nigeria sehe, gerade wieder 35 Menschen getötet, in einer kürzester Zeit 75 Häuser abgebrannt, dann können wir beide nicht hingehen und den Fulani-Hirten sagen, hey, lass das doch mal bitte, aber wir können beten, dass Gott die Herzen erreicht, dass Gott auch die Verfolger, dann wird aus einem Saulus ein Paulus. Das heißt, das ist ja durch Gottes Geist, was da geschieht. Und deswegen halte ich Gebet für so, das kann ich nur unterstreichen, für so wichtig. Aber es ist nicht alles, es ist ein Bein. Wir arbeiten und wir beten. Aber auch dieses von Saulus zu Paulus, also von jemandem, der einfach Hass erfüllt ist, zu jemandem, der plötzlich diese Liebe Gottes erlebt, das passiert ja auch nicht irgendwie als Regel. So von wegen, okay, wir beten jetzt und dann sind da überall Menschen auf der ganzen Welt plötzlich mit der Liebe Gottes erfüllt, sondern es passiert da trotzdem noch das Abschlachten, das ins Gefängnis geworfen werden von den Christen. Warum ist das so? Also für mich persönlich hängt das sehr stark damit zusammen. Ich glaube halt, wir haben einen fantastischen Herrn. Ich bin als kindgläubiger Eltern erst mit 28 wirklich mit Jesus auf den Weg gegangen, nach einem absoluten Crash in meinem Leben, nach einem Selbstmordversuch. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und habe gelernt, wie er in mein Leben reingearbeitet hat, wie er mir Hoffnung gegeben hat, wie er mein Leben verändert hat, wie er auch den ganzen alten Mist aufgeräumt hat mit mir zusammen. Also ich hatte dieselben Probleme wie andere, aber ich musste sie nicht mehr alleine leben. Und das hat mich verändert in die Richtung, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt da drin auch weiter aktiv sein, möchte also weitergehen, möchte das weitergeben. Und das bewegt mich, das bewegt uns zu sagen, okay, wir gucken, wo wir etwas tun können für Gott, aber nur dann, wenn er uns das Mandat gegeben hat. Wir laufen nicht einfach los, sondern wir bleiben im Gebet. Jesus selber hat gesagt, wenn der Kelch an mir vorbeigehen könnte. Und es ist nicht, wir feiern jetzt Ostern. Wir wissen von vielen Fällen, wo Gott einfach Dinge zugelassen haben, die wir nicht verstehen. Aber, und jetzt kommt dieser wichtige Gedanke, wir leben ja auch eigentlich für die Ewigkeit. Und die Ewigkeit sagt, eines Tages wird jede Träne weg sein. Eines Tages wird der Vater uns auf den Schoß nehmen und unsere Tränen wegwischen. Es wird kein Leid mehr geben, kein Geschrei mehr geben. Und ich glaube, dass es eine große Hoffnung ist, auch für Verfolgte zu beten, sagen, Herr, tröste sie. Es sind ja nicht nur oft die Verfolgten, die jetzt selber zum Beispiel verstorben sind, sondern auch deren Familien, Angehörige, Gemeinde, die zerschlagen werden, Gemeindehäuser, die abgebrannt werden, Menschen, die vertrieben werden. Ich glaube, dass Gott dann auch durch unsere Gebete wirklich Trost spenden kann. Und wenn die Menschen mitbekommen, dass man sie nicht vergessen hat, ist es, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz große Hilfe. Mhm. Pravina, ich habe vorhin schon angedeutet, wir werden noch hören, was deine Familie und dein Freundeskreis auch, was da passiert ist, als du Christ geworden bist. Magst du das einfach mal kurz erzählen? Ja, genau. Plötzlich sind alle meine Freunde einfach weg. Also, wenn ich diesen ganzen Geschichte in einen Satz zusammenfassen kann, das war wirklich so. Und es klingt halt nicht so hart an, gell? Aber für eine 17-Jährige, der immer mit dem Freunde war oder immer so gute Zeiten zusammen super viel gelacht haben, nur weil ich eine Entscheidung getroffen habe, der mich super geholfen hat, das hat mein Leben verändert. Ich habe Heilung erlebt in Stellen, wo ich gedacht habe, da würde ich nie eine Freiheit erleben. Das hat, und ich habe ja sogar ich habe nicht zu jemandem zugegangen und gesagt, du musst jetzt Christ sein. Das habe ich auch nicht gemacht. Es war wirklich so, ich habe was für mich jetzt rausgefunden und ich bin von meiner Personality auch so, ich muss Jesus so gut kennen, damit, dass ich ihn weitergeben kann. Deswegen habe ich auch das nicht gleich gemacht, sondern meine Zeit genommen. Aber wirklich, sie sind alle rausgefallen und meine Familie war, als ob ich der Judas war. Und ich habe sie dann ein Flucht sozusagen, genau ich habe sie verraten und ich war dann in öffentliche Settings auch voll so gemobbt und ganz schon passiv, aber es hat mich schon richtig verletzt, weil sie sind ja auch Familie. Irgendwann würde ich halt so, ja,
Und sie haben auch manchmal gesagt, ja, du glaubst nur an Jesus, weil du mit einem Weißer verheiratet bist. Mhm. Und es war so viele so, es gibt so viele Stufen, gell, bei diesen Verfolgungen. Und klar, es gibt es extrem, was wir gerade in unserer Welt erleben, aber ich glaube, es beginnt auch in dem ganz kleinen Schritte, wo wenn ein Teenie sagt, hey, ich habe Jesus gefunden, was diese Teenie mit 13 oder 14 schon als Verfolgung erleben müssen in ihrem eigenen Umfeld, finde ich auch krass. Mhm. Weil das ist ja ein Glaubenstest, ja. Ja, gell? Genau, weil es ist ja so, quasi hier in diesem westlichen Setting, in dem wir leben, sind viele Leute einfach überhaupt nicht gläubig oder spirituell und deswegen sagen sie, wie kannst du denn plötzlich an irgendwas glauben? Aber in dem Setting, in dem du aufgewachsen bist, waren ja die Leute trotzdem religiös-spirituell im hinduistischen Bereich und haben einfach gesagt, so, wie kannst du nur an das glauben. Markus, du hattest auch im Vorgespräch gesagt, in Indien nimmt die Christenverfolgung ja auch zu. Da gibt es auch eben spirituelle Gründe dafür. Möchtest du das einfach nochmal erzählen, bitte? Ja, ich denke, dass es auch wichtig ist, das mal zu reflektieren. Es gibt so viele verschiedene Gesichter. Wir haben natürlich im Islam eine ganz klare Islamisierung dadurch, dass man sagt, okay, wenn du nicht Moslem bist, dann bist du nun mal eben Heide für sie und dann gehörst du getötet. Wir haben aber in anderen Ländern, gerade in Asien, sehr oft so, dass einfach durch Kulte solche Dinge entstehen. Und die Menschen sind oft einfach halt auch schlecht gebildet und durch diese fehlende Bildung lassen sich natürlich auch schnell verführen. Und dann kann es dazu kommen, dass Menschen einfach Angst haben, wenn jetzt jemand nicht mehr den Geistern huldigt, dann bringt er einen Fluch auf unsere Dorfgemeinschaft und deswegen verwehrt man ihnen zum Beispiel an den Brunnen zu gehen oder an irgendwelchen Dorfgemeinschaftsdingen teilzunehmen oder man verjagt sie sogar aus dem Dorf. Das ist jetzt gar nicht eine Verfolgung, wo wir sagen, wenn okay, da geht es darum, bist du mir nicht willig, brauche ich Gewalt, sondern es geht einfach um Ängste, die aus diesen Dingen rauskommen. Wir haben jetzt gerade einen Fall gehört, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können. Da ist ein Mob von 600 Buddhisten mit 60 buddhistischen Mönchen zusammen in Sri Lanka auf eine Kirche losgegangen und wollten den Pastor, seine Frau, die Kinder umbringen, wollten die Kirche anzünden. Nur durch einen Polizeieinsatz konnte das verhindert werden. Wo wir ja denken, Buddhismus ist ja eigentlich eine sehr friedliebende Religion. Aber es geht ganz oft darum, dass sie einfach Angst haben, okay, wenn unser Glaube so nicht mehr gelebt wird, dann kommt etwas Schlimmes über uns als Gemeinschaft. Deswegen verfolgt man die Menschen, verjagt sie oder vertreibt sie oder bringt sie sogar um. Pravina, würdest du, also nach dem, was wir jetzt auch von Markus gehört haben, wenn man jetzt mal so eine ganz provokante Frage stellt, ja auch für jemanden vielleicht, der sagt, ja, ich habe mit Jesus gar nicht so viel zu tun. Man könnte ja auch einfach sagen, dann glaube ich halt nicht mehr an Jesus. Ist doch egal, ob ich jetzt an den glaube oder an irgendeinen Krishna oder an was auch immer. Es ist doch eh alles die gleiche Kraft und die gleiche Macht. Wie ist das für dich? So, es ist nicht für mich. Also ich finde nicht, wie gesagt, ich kann nur von meinem Leben sprechen und ich lebe auch, ich habe nicht der Experte, das er halt, aber ich habe mein Leben und von meinem Leben kann ich nur sagen, das, was ich halt erlebt habe, habe ich nur erlebt, weil ich eine lebendige, echte Beziehung zu einem Gott hat, der bei mir steht, durch Feuer und Sturm. Und wenn jemand mich fragen würde, würde ich halt immer an ihm festhangen, weil zusammengefasst in meinem Leben habe ich halt zwei Kinder verloren und eine Mama aus einem ganz, ganz schrecklichen Weg habe ich sie auch verloren. Und ich glaube wirklich nicht, dass ich hier jetzt sitzen kann und über meinen Glauben reden kann, hätte ich keinen Jesus gehabt. Und für mich ist es nicht, er ist ein Geschenk. Und in meinem Leben kann ich ihm nie verraten. Ich würde immer festhangen an ihm. Auch wenn es dein Leben kosten würde? Ich glaube, hier muss man Leben definieren. Für welches Leben kämpfen wir? Kämpfen wir für das Leben auf dieser Erde, das sowieso halt fertig sehr ist? Sehr begrenzt ist. Genau. Mhm. Oder für die Ewigkeit. Weil ich glaube, das ist mein Fokus und das ist auch der Fokus von der Bibel, die wir lesen. Und das war auch der Fokus von Jesus, weil klar hat der Feind einen Plan gemacht und er war gekreuzigt und so weiter, aber er ist ja auferstanden, er ist ja wiedergekommen und er ist für Ewigkeit gekommen.
Und ich finde, das ist manchmal unser Fokus. Nur weil ich dich sehen kann und diese Blumen und so weiter sehen kann, würde nicht bedeuten, dass das der Realität ist. Deine geistliche Dimension muss irgendwann der Vorrang haben oder der Realität werden, weil dafür arbeiten wir. Und wenn wir diese Perspektive nicht haben, es kann wirklich sein, dass unser Leben auf dieser Erde sehr schwierig wird. Weil dann arbeiten wir für Sachen, die so gleich rausgenommen haben. Also deine Häuser, die einfach so, also du hast ja plötzlich keine Sicherheit mehr. Also das ist einerseits so, Jesus kennenzulernen heißt schon Segen, Heilung und eine innige Liebesbeziehung zu empfangen, das Beste zu empfangen, das Wertvollste überhaupt. Und andererseits, wie Jesus auch schon in der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt, berühmte Bergpredigt, ihr werdet Verfolgung erleiden. Markus, heißt es, Christsein auch Verfolgung zu erleiden? Sollen wir vielleicht sogar auch dafür beten, dass Verfolgung kommt? Ist das zu krass gedacht? Nun, ich bin da sehr vorsichtig, weil Gott erhört Gebet. Ich glaube, dass wir damit rechnen müssen, dass wir Verfolgung erleiden können, wenn wir zu Jesus stehen. Das hat für mich einen Grund. Lass mich mal ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Eigentlich jeder, der, egal wie weit er weg ist vom Glauben, kennt ja dieses Teufelchen und dieses Engelchen auf der Schulter. Was man so oft sagt, so, Mensch, eigentlich merkt man, hey, das ist nicht okay und es streitet was in dir. Und für mich ist das ein sehr schönes Zeichen dafür, dass es eben diese beiden Dimensionen gibt. Und jetzt übertragen auf unser Gespräch heute, glaube ich, dass wir einen liebevollen Herrn haben, der in meinem Leben, und du hast es so schön erzählt, wirklich Veränderungen gebracht hat. Deswegen weiß ich ja, warum ich ihn liebe. Ich weiß ja, warum ich mit ihm unterwegs bin. Von daher bin ich da vielleicht auch etwas mehr in der Lage, Leiden aufzunehmen oder anzunehmen, weil ich weiß ja, wofür ich es tue. Ich würde es vielleicht nicht tun für einen Fußballverein. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt, wenn das so stimmt, was die Bibel uns lehrt, nämlich dass Jesus auch einen Gegenspieler hat, einen Feind hat, dann glaube ich, dass er uns davon abhalten möchte, dass wir in diese Liebe und in diese Gnade und in dieses Geschenk der Gotteskenntnis, der Beziehung zu Gott reinkommen können. Und da erleben wir Verfolgung, weil in unseren Ländern ist es vielleicht verlacht zu werden, in anderen Ländern ist es Gewalt. Aber im Prinzip ist es dasselbe. Es möchte uns jemand davon abhalten, dass wir Jesus Christus kennenlernen als der so fantastisch ist und der uns so wahnsinnig viel an Leben spenden möchte. Ja, da beginnt Verfolgung. Das sind so wunderbare Schlussworte. Du bist jetzt bestimmt auch sehr berührt von dem, was wir gehört haben. Was du tun kannst, was wir alle gemeinsam tun können, wir gehören alle zusammen. Wir sind nicht die Christen in Afrika, die Christen in Asien, die Christen in Europa. Wir gehören alle zusammen. Was du tun kannst, was wir tun können, ist beten. Wir können natürlich auch Geld spenden. AVC, du findest auch diese Informationen innerhalb unserer Reach-Kampagne. Und Markus, was können wir noch machen? Bibeln schicken oder uns von Gott nutzen lassen, auch in diese... Also ich glaube tatsächlich, das aller Coolste, was wir tun können, ist uns erstmal zu informieren. Da gibt es ganz viele Werke, es gibt ganz viele tolle Arbeiten. Auch wir, ich bin ja Referent, wir stehen zur Verfügung, auch in Kreise, in Gruppen reinzukommen, in Gemeinden, darüber einfach zu informieren. Ich glaube, dass es gut ist, sich zu informieren. Ich habe mich ja über meine Frau auch erst informiert, bevor ich geheiratet habe. Und dann bin ich eingestiegen in diese tolle Sache. Und das würde ich jedem Zuhörer empfehlen. Lass dich einfach mal reinnehmen in das Thema, dann wird Gott zu dir sprechen. Super. Ja, danke dir, dass du bis hier auch mit dabei warst und dich von diesem Thema hast mit reinnehmen lassen.